Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days of the Tentacle. So, wie geht's jetzt weiter hier? Das ist die Frage. Ich habe jetzt ein Verlängerungskabel für die Zeitmaschine. Aber so einfach wird's nicht sein. Damit ich ins Labor runterkomme, muss ein Mensch flüchten. Aber die wollen nicht flüchten. Oh, die Katze ist neu. Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Na gut, jetzt habe ich das Kabel schon mal verlängert. Das ist ein Anfang, aber das reicht noch nicht. Was mache ich mit den Rollschuhen? Ich habe keine Ahnung. Das wäre nicht sehr nützlich. Ich brauche irgendwie den Verkleinerungsstrahl. Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Ich kann da nicht näher ran. Das wäre nicht sehr nützlich. Besser nicht. Na gut, ich habe das Gefühl, mit ihr komme ich jetzt momentan hier auch nicht weiter. Zumindest wüsste ich gerade nicht, wie. Jetzt versuche ich mal was. Ich glaube nämlich, ich kann nur Sachen durch die Zeit schicken, die ich sinnvoll durch die Zeit schicken kann, oder? Geht's wirklich mit allem? Da drin ist schon was. Ach so. Dann müssen wir jetzt mal überlegen. Ein Textbuch. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Für den thermodynamischen Fluxkompensator. Wer könnte das brauchen und warum? Und kann ich wirklich alles über die Toilette transportieren? Dr. Fred sagte, keine lebenden Dinge durchspülen. Ah, ja. Dann hätte ich eine ziemlich gemeine Idee. Aber es könnte funktionieren. Was ist, wenn wir den Hamster in Kryoschlaf legen? Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Nein, nicht, dann haben er sieht nicht. Böse aus. Genau. Er sieht ziemlich böse aus. Ich wollte eigentlich wieder zumachen, aber das geht scheinbar gar nicht. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Okay, und den Hamster tauen wir jetzt wieder auf. Das ist schon echt witzig mit dieser Zeitreisemechanik. Das ist schon cool. Aber hier nicht. Wo war denn gleich nochmal die Mutiermikrowelle? Ich glaube, die war ganz unten irgendwo, ne? Okay. Ist schon auf. Bitte nicht nachmachen. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert.
Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Gut, dass es nochmal sagt. So, wir haben den nasskalten Hamster. Da stecke ich nichts rein. Da stecke ich nichts rein. Da stecke ich nichts rein. Das Schild ist schwer zu lesen, aber ich denke, da steht was von einem Affen. Das Schild ist schwer zu lesen. Spezies hier entnehmen. Da steht Öffner. Ja, ich verstehe das nicht. Was machen wir denn jetzt mit dem Hamster? Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, könnten sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Oh, der ist uns auf der Spur. Was mache ich denn jetzt mit meinem nassen Hamster? Ups, das wollte ich nicht. Nein. Gut. Ha, da muss ich jetzt mal die Inventare von allen nochmal genau durchschauen. Ein Dosenöffner. Haben wir irgendwo eine Dose? Irgendwas? Nicht, dass ich wüsste, ne? Keine Ahnung. So, ich habe hier einen Brief. Spaghetti. Eimer mit Seifenlauge und Bürste. Könnte ich vielleicht in die Gegenwart schicken, damit Bernard in der Gegenwart das dreckige Auto mal sauber machen könnte? Dann wird der Dieb vielleicht vom Blitz getroffen und ich kann seine Eisenstange klauen. Ich weiß zwar noch nicht, warum und wohin das führt, aber das wäre ein Anfang. Spaghetti, Rechtshänderhammer, Rotfarbe. Die Spaghetti, 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 keine Ahnung. Naja, er hat auch noch relativ viel, ne? Das Textbuch. Schweizer Sparbuch Tippex. Für was Tippex? Sachen aus der Verfassung streichen vielleicht? Ein Videoband, weiß ich jetzt auch nicht. Und Zaubertinte, damit kann man unsichtbare Nachrichten schreiben. Nett. Da ist ein Pinsel dabei. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Und hier haben wir ein Skalpell, einen kaltnassen Hamster, ein Namensschild und Rollschuhe.
Ich habe gerade leider keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Naja, gut, ich versuche das jetzt mal mit dem Eimer und dem, ne, weil hier, ich kann schon versuchen, den nochmal zu pinseln, zu waschen. Ah, das ist sauber genug für mich. Na dann. Ich will nicht. Aha, will er nicht. Aber die Bürste steckt da ins Klo. Aber mit der Bürste allein kann ich, glaube ich, nichts sauber machen, oder? Leer. Ich will nicht. Der wird auch seinen Dosenöffner reinlegen. Was ist denn das für ein Brief? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ich versuch mal was. Vielleicht kann ich Lila Tentakel mit dem Brief loswerden. Wird spontan meine Idee. Ich kann mich hier nur leider am allerschlechtesten orientieren. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Kann ich den wieder mitnehmen? Aha. Nicht, dass wir das noch irgendwo brauchen. Das macht keinen Sinn. Nein. Nein. Das macht keinen Sinn. Vielleicht braucht auch der Anführer-Tentakel die Kurbel, damit er, der hat doch gesagt, er hat ein Problem damit. Wahrscheinlich bräuchte ich die Brechstange, um das hier zu öffnen. War nicht irgendwo ein Mauseloch, aber ich glaube, das war in der Gegenwart, ne? Das macht keinen Sinn. Nein. Das wäre nicht sehr nützlich. Nee, das war's leider nicht. Na gut, dann versuche ich mal vielleicht mit ihm und der Bürste. Ich habe keine Ahnung. Wie kann man denn Kaugummis lösen? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Besser nicht. Zu langweilig. Wenn ich das mache, regnet es nur. Du machst es doch. Wenn ich das mache, regnet es nur. Hm.
funktioniert leider nicht. Schade. Genau das wollte ich doch eigentlich machen, Mensch. Tja, doof. Ach, hier gibt's noch ein... hier gibt's noch einen Bildschirm. Ups, das wollte ich wieder mal nicht. Welch schönes, klares Wasser. Ich würde ja aber keine Zeit. Ich würde ja aber keine Zeit. Ich würde ja aber keine Zeit. Draußen bleiben? Grundstück verseucht mit Industrieabfall. Ich komme nicht dran. Na gut, hier ist aber sonst auch nichts. Teilweise sauberer Fluss. Ja, nun? Was machen wir nun? Ich weiß es nicht. Falsche Kotze. Ein Groschen, der festhängt. Ah, warte mal, ich habe mich hier noch gar nicht richtig umgesehen, ne? Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Guckt euch das an. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Pedro? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charles de Gaulle. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarre. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Sieht fast echt aus. Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät. Er ist voll mit undefinierbarem nutzlosen Müll. Ekelhaft. Springender kleiner Dussel. Sind alle weg. Komm schon, ich tue dir nicht weh. Daneben. Schlüpfriger kleiner Teufel. Daneben. Komm schon, ich tue dir nicht weh. Ich krieg's nicht. Schlüpfriger kleiner Teufel. Ich krieg's nicht. Komm schon, ich tue dir nicht weh. Schlüpfriger kleiner Teufel. Schlüpfriger kleiner Teufel! Komm schon, ich tu dir nicht weh! Ach komm schon! Ich dachte, ich muss dir nur in die Ecke drängen. Das ist gar nicht so leicht. Halt still, wirst du wohl? Ich krieg's nicht! Komm schon, ich tu dir nicht weh! Schlüpfriger kleiner Teufel! Okay. Besser nicht!
springender kleiner Dussel. Da komme ich von hier nicht dran. Hey, willst du nicht vielleicht unsichtbare Tinte? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich darauf reinfalle, oder? Da musst du schon früher aufstehen, um mich reinzulegen. Tatsächlich habe ich die Zaubertinte erfunden. Das Design der thermodynamischen Fluxinduktionsstromkreise ist vielleicht das interessanteste Gebiet elektrischer Theorie. Halt den Mund! Diese Tage ist doch ohne dich schon langweilig genug. Nein, nein, du willst mich bestimmt reinlegen. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Besser nicht. Damit kann ich das Video nicht benutzen. Hände weg! Das ist ein ganz tolles Präzision. War ich ja auch noch nicht, Leute. Aber jetzt machen wir für heute erstmal Schluss. Und dann schauen wir uns hier noch um. Ich habe das irgendwie total übersehen, dass da noch so viel Bereich ist, Mensch. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.